Hallo und willkommen zum zweiten Video Home Percussion. Anschließend an das erste Video werde ich dir hier drei Beats zeigen, die aus jeweils drei Rhythmen bestehen, so dass du sie gemeinsam mit zwei Freunden spielen kannst. Alle Rhythmen hier wirst du mit Instrumenten spielen können, die du ganz sicher auch zu Hause hast. Damit das auch funktioniert und am Ende richtig cool klingt, halten wir uns an drei Regeln. Regel Nummer 1. Wir fühlen den Beat und versuchen dabei zu bleiben. Das bedeutet, dass wir weder schneller noch langsamer werden, sondern immer das angefangene Tempo halten. Das ist besonders dafür wichtig, wenn wir dann zusammenspielen, dass auch alles gut zueinander passt. Regel Nummer 2. Probiere erst einmal jeden Rhythmus so lange aus, dass du ihn etwa 4-mal fehlerfrei nacheinander spielen kannst. Wenn das soweit ist, dann setzt euch zusammen und bringt die Rhythmen zusammen. Regel Nummer 3. Wir versuchen es einfach zu halten. Hin und wieder kann ein Rhythmus etwas anspruchsvoller sein, aber im Großen und Ganzen halten wir sie relativ simpel. Dadurch gehen wir vor allem sicher, dass drei Rhythmen gleichzeitig gespielt gut zusammenklingen. Und Noten brauchst du auch hierfür wiederum nicht. Solltest du Noten lesen können, tja, dann ist das nur gut für dich. Ich blende die Noten nämlich auch ein. Ansonsten brauchen wir eigentlich nur 2,5 Wörter, um alle Rhythmen hier verstehen und spielen zu können. Das erste Wort ist total einfach, ta. Das zweite Wort ist genauso einfach eigentlich und ist titi. Das dritte Wort oder das 2,5. Wort sozusagen, das ist ta. Du siehst, dort kommt das erste Wort schon einmal vor, nämlich ta, und dann wird nur ein o dran gehangen. Also, ich wiederhole die drei Wörter noch einmal. Ta, ti, ti. Und als drittes Wort ta, o. Dann würde ich sagen, auf geht's mit Beat Nummer 1. Also, los geht's mit Beat 1. Der erste Rhythmus bildet dabei die Basis und besteht aus 4 gleichmäßigen Tas. Diese spielst du bei Beat Nummer 1 einfach mit beiden Händen auf den Oberschenkel. Das sieht dann ungefähr so aus. Da, 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 da. Du siehst, nachdem ich einmal 4 Tas gespielt habe, habe ich es einfach noch ein paar Mal wiederholt. Das solltest du oder besser ihr zusammen dann auch tun, ansonsten ist es ja ein sehr kurzes Lied. Der zweite Rhythmus besteht nun aus 4 Titis, welche gleichmäßig vorgetragen werden, und zwar als ti 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 ti. Als Instrument, worauf ich diesen Rhythmus spiele, habe ich mir hier einen kleinen Shaker gebastelt, und das kannst du auch ganz schnell machen, indem du dir einfach ein Schraubglas nimmst und dort zum Beispiel ungekochten Reis reinfüllst. Du kannst auch ungekochte Erbsen oder Linsen nehmen. Mein Schraubglas hat so einen Metalldeckel und das finde ich ganz gut, denn ich nutze das, um die Titis genau darauf zu spielen. So könnte der Rhythmus dann klingen. Ti 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 ti. Der dritte Rhythmus, dafür brauchen wir nun 2 Titis und ein Ta-O. Rhythmisch vorgetragen ist es dann Ti-Ti-Ti-Ti-Ta-O. Ti-Ti-Ti-Ti-Ta-O. Das O hierbei, das werden wir als Pause spielen. Ich spiele den Rhythmus nun mit einem S-Stäbchen auf einer Keksdose. Nämlich in der Form, dass ich die Titis in der Mitte der Keksdose spiele und das Ta spiele ich auf dem Rand der Keksdose. Dadurch habe ich 2 verschiedene Sounds, die ich aus einem Instrument raushole. Das könnte sich dann so anhören. Ti, 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 ta, o. 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 So, wenn du nun 2 Menschen gefunden hast, mit denen du das mal zusammen ausprobieren kannst, dann denk daran, übt ganz kurz jeden Rhythmus einmal
und versucht ihn dann zusammenzuspielen. Als kleine Kostprobe, wie es denn klingen könnte, habe ich mir mal zwei Freunde gesucht und das mal ausprobiert. Viel Spaß damit! Beat Nummer 2. Beat Nummer 2 beginnt nun auch wieder mit einer Basis und dem Rhythmus ta, 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 ta. Diesen spielen wir aber diesmal nicht auf den Oberschenkeln, sondern ich nehme mir dafür einfach einen großen Karton. Auf diesen spiele ich nun mit der flachen Hand den ta, 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 ta Rhythmus. Und so klingt das dann. Für den zweiten Rhythmus nehmen wir das gleiche Instrument wie im Beat davor, nämlich den selbstgebauten Shaker. Wir spielen sogar den gleichen Rhythmus und trotzdem wird es etwas anders klingen, denn diesmal spielen wir den Shaker auf die Art, dass wir ihn der langen Seite nach in der Hand halten, zwischen den vier Fingern und dem Daumen auf der anderen Seite. Zum Klingen bringen werden wir das Gerät jetzt dadurch, dass wir den Arm oder die Hand rhythmisch von vorne nach hinten bewegen. Dadurch kriegen wir einen etwas anderen Sound und bleiben trotzdem beim selben Rhythmus um selben Instrument. Und den Rhythmus, den wir dort spielen, das sind wieder die Titis. Ich zeige das mal, wie das dann klingt und aussieht. Ti, 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 ti. Für den dritten Rhythmus brauchen wir eigentlich nur zwei Ellenbogen, zwei Hände zum Klatschen und einen Tisch. Den Rhythmus, den wir mit diesen drei Elementen spielen, das ist der Rhythmus ti ti ta ta ta. Ti ti ta ta ta. Also zu Beginn ein ti ti und dann dreimal ta. Und folgendermaßen wird der Rhythmus auf dem Tisch gespielt. Die ersten Titis werden mit den Ellenbogen auf dem Tisch gespielt. Das erste Ta wird geklatscht. Das nächste Ta ist wieder ein Ellenbogen und das letzte Ta wieder geklatscht. Also wandern wir sozusagen vom Tisch zum Klatschen, zum Tisch zum Klatschen. Und so könnte das dann klingen. Ti, ti, ta, ta. Und wenn ihr alle drei Rhythmen beherrscht, dann könnt ihr das zusammenspielen und vielleicht klingt es ja so, wie ich es hier gemacht habe, mit meinen zwei Kumpels. Viel Spaß! Unser letzter Beat beginnt nun mit einem Basisrhythmus, den wir mal wieder auf dem Karton trommeln. Der Rhythmus, den wir darauf spielen, ist ta, ti, ti, ta, ta. Ta, ti, ti, ta, ta. Und das könnte dann auf dem Karton so klingen. Ta, ti, ti, ta, ta, ta. Ti, ti, ta, ta, ta,
Für den zweiten Rhythmus habe ich mir wieder eine Keksdose genommen und ein Essstäbchen, mit dem ich darauf spielen werde. Und den Rhythmus, den ich darauf spiele, das ist ein ganz simples Ti-Ti-Ta, Ti-Ti-Ta. Und zwar so, dass ich die Titis auf dem Rand spiele und das Ta auf der Dose direkt drauf. Und das Ganze könnte dann so klingen. Und für den letzten Rhythmus brauche ich wieder ein Essstäbchen und so einen Ringblock. Das bedeutet ein Schreibblock, dessen Seiten mit so einem Ring zusammengeheftet sind. Wozu, erkläre ich gleich. Erst einmal der Rhythmus, den wir darauf spielen. Ta-o, ti-ti-ta, ta-o, ti-ti-ta. Den spielen wir nun so, dass das erste Ta mit dem S-Stäbchen auf der Mitte des Blocks getippt wird. Für das O ratsche ich einmal ausgiebig hier an diesem Ring lang. Und für die Titis ratsche ich dann nochmal schnell zurück und nochmal schnell nach vorne. Und das letzte Ta ist wieder ein Tipp. Wenn ich dann wieder von vorne beginne, habe ich natürlich zwei Tas nacheinander. Das letzte Ta und das erste Ta. Gut, ich spiele das mal vor. Ta, O, Ti, Ti, Ta, Ta, O, Ti, Ti, Ta, Ta, O, Ti, Ti, Ta, Ta, O, Ti, Ti, Ta. Ja, und wenn man jetzt den ganzen Käse gut geübt hat, dann kann man das mal zusammenspielen und vielleicht klingt es ja so, wie ich es hier mit meinen zwei Kollegen probiert habe. Viel Spaß! Das war's auch schon mit dem zweiten Video Home Percussion. Alles unter dem Titel Home Percussion 2. This time it's personal. Freut euch auf den dritten Teil. Wie alle guten Dinge gibt es natürlich eine wunderbare Trilogie dazu. Und für St. Spiritus in Greifswald verabschiede ich mich und freue mich auf das nächste Video. Tschüss!